Natascha Kampusch ist eine österreichische Autorin, Schmuckdesignerin und ehemalige Fernsehmoderatorin. Sie wurde 1998 im Alter von 10 Jahren in Wien entführt und mehr als 8 Jahre gefangen gehalten, bevor es ihr 2006 gelang, ihrem Entführer zu entkommen. Sie erlangte weltweite Bekanntheit und moderierte später eine eigene Talkshow sowie veröffentlichte mehrere autobiografische Bücher. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Entführung von Natascha Kampusch. Sie sollte nach dem Willen ihres Entführers und Peinigers leiden und aussehen wie viele Opfer der Nazi-Diktatur. Ihr Entführer gab ihr nur wenig zu essen, stellte ihr kaum Kleidung zur Verfügung und demütigte sie regelmäßig. Zudem zwang er sie, schwere Arbeiten zu verrichten und rasierte ihr sogar die Haare ab, um ihr ein entsprechendes Aussehen zu geben. Auf dem Weg zur Schule wurde die Schülerin von ihrem Entführer in einem Kleintransporter gezerrt und in einem Kellerverlies in seinem Haus in Straßhof an der Nordbahn, Niederösterreich, gefangen gehalten. 8 lange Jahre musste Natascha Kampusch ihrem Peiniger als Sklavin dienen, inklusive sexuellem Missbrauch, bevor es ihr im Sommer 2006 schließlich gelang zu fliehen. Das Kind fand sich in einem 5 Quadratmeter großen Kellerverlies wieder, das dunkel, feucht, mufflig und schallisoliert war und hinter einer schweren Tresortür lag. Das Verlies verfügte über eine Toilette, ein Waschbecken und ein Lüftungssystem. Der Täter hatte in seinem Haus in Straßhof, das 17 Kilometer von der Donaustadt entfernt war, alles akribisch vorbereitet. Wolfgang Priklopil, 44, war ein Psychopath mit Allmachtsfantasien und Wahnvorstellungen, anhänglich und aggressiv zugleich. Anfangs flehte Natascha ihn noch an, sie freizulassen. Irgendwann gab sie jedoch auf. Sonntags kam die Mutter von Priklopil, um für ihren Sohn zu kochen. Sie hatte keine Ahnung von seinem Doppelleben und was sich 3 Meter unter der Erde in ihrem Haus abspielte. Währenddessen fror Natascha in ihrem Verlies. Manchmal sahen Nachbarn das Mädchen im Garten oder in der Garage. Priklopil lächelte höflich und erklärte, dass sie eine Jugoslawin sei, die ihm im Haushalt half. Die grausame Wahrheit blieb den Nachbarn verborgen. Am 23. August 2006 bot sich Natascha Kampusch, die mittlerweile 18 Jahre alt war, die Gelegenheit zur Flucht. Ihr Entführer musste seinen Wagen reinigen und staubsaugen, als sein Handy klingelte. Wegen des Lärms entfernte er sich einige Meter und passte nur wenige Sekunden nicht auf. In diesem Moment ergriff Natascha ihre Chance und rannte los. Ihr Peiniger hatte versehentlich eine Gartentür offen gelassen, durch die sie in einen Gang gelangte. Völlig panisch und orientierungslos sprach sie mehrere Passanten an, doch niemand half ihr. Schließlich bat sie eine Frau in einem Garten um Hilfe und rief: "Ich werde verfolgt. Rufen Sie die Polizei." Weder die Frau noch die Polizei wollten ihr zunächst glauben, sie hielten sie für geistig verwirrt. Doch dann schlug die Nachricht ein wie eine Bombe: das Mädchen, das alle längst für tot gehalten hatten, es lebte. Priklopil war Natascha nicht nachgerannt, er setzte sich in seinen roten BMW und ras los. Dann stieg er aus, legte er seinen Kopf auf die Schiene nahe dem Nordbahnhof. Bald kam der Zug. Natascha Kampusch wurde psychologisch betreut, schrieb ihre Erfahrungen in einem Buch auf und arbeitete erfolgreich als Moderatorin und Schmuckdesignerin. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein Kellerverlies und an eine Kindheit in der Hölle. Die Flucht im Jahr 2006 war für die damals 18-jährige Natascha Kampusch wie ein Wunder. Ich hatte mich damit abgefunden, mein Leben im Verlies zu fristen. Die Flucht war ein bisschen wie die Auferstehung an Ostern, erinnert sie sich im Interview mit Fellner. Trotzdem wollte sie nicht aufgeben, ich hatte immer das Gefühl, mich befreien zu können und hatte die Vision von Freiheit. Ich bin eine starke Kämpferin. Die Entführung von Natascha Kampusch war ein grausames und verstörendes Verbrechen, das weltweit Aufsehen erregte. Es ist unfassbar, was dieses junge Mädchen 8 Jahre lang durchmachen musste und wie ihr Entführer ihr Leben zerstörte. Trotz all dem bewundere ich Natascha Kampusch für ihre Stärke und ihren Mut, sich aus dieser Situation zu befreien und sich später öffentlich dazu zu äußern.
Ich hoffe, dass solche Verbrechen niemals wieder passieren und dass alle Betroffenen die Hilfe und Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um ihre Traumata zu überwinden. Das war's schon wieder von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.